herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten regulären Sitzung des Nationalratsplenums hier im neu renovierten Haus. Eine dichte Tagesordnung steht heute auf dem Programm. Den Beginn macht eine Aktuelle Stunde der Grünen. Die Grünen haben beantragt, die Aktuelle Stunde zum Thema Kein Kind darf Opfer werden, Justizmaßnahmen zum Kinderschutz. Es soll also vor allem die Kindesmissbrauchsdarstellungen unter stärkere Strafe gestellt werden. Punkt 2, eine Aktuelle Europastunde. Hier haben die SPÖ diese Europastunde beantragt. Das Thema lautet Schluss mit der Spekulation, wo bleibt Österreichs Einsatz für leistbare Energie in Europa? Und schließlich geht es dann über Themenvorschlag der ÖVP zunächst einmal um die Abfederung von hohen Energiekosten für Unternehmen. Hier lautet der Titel, es geht um eine Änderung des Unternehmensenergiekostenzuschussgesetzes. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat die Sitzung soeben eröffnet. Ich wünsche Ihnen und mir einen informativen Vormittag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die im Herbst im Hofburg gestartete Informationsreihe zu den SDGs der Vereinten Nationen unter der Agenda 2030, bekannt für nachhaltige Entwicklung, wird auch in diesem Haus fortgesetzt. Draußen im Kolonial ist eine Ausstellung aufgebaut, die sich mit dem dritten Ziel, SDG-Ziel auseinandersetzt, Gesundheit und Wohlergehen. Und ich darf Sie recht herzlich bitten, sich zu informieren, davon Gebrauch zu machen. Sie ist unter der Arbeit vom Abgeordneten Smolle mit Expertinnen und Experten des Projekts Uninetz aufgebaut für Ihre Gesundheit, aber vor allem für die Information zu diesem Thema, um ein nachhaltiges und gesundes Leben auch im Alter zu ermöglichen. Ich habe noch eine Bitte an die Damen und Herren der Journalisten, wie unser Dienst auch Ihnen mitgeteilt hat, bitten Sie dringlich aus einem aktuellen Fall heraus, keine Fotos aus den Unterlagen der Abgeordneten zu machen, weder vom Handy noch von Laptops noch von anderen Geräten, die Sie unten sehen, wirklich herzlich gebeten, das nicht zu tun. Ich darf bekannt geben, dass der ORF 2 bis 13 Uhr überträgt und ORF 3 bis 19.15 Uhr. Anschließend wird sie in der TV-Dek übertragen, auch die privaten Sender übertragen unsere Sitzungen auszugsweise.